Und damit herzlich willkommen zurück zum Angelsimulator 5. Ja, geile Scheiße. Far Cry 5 hier. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr Sahneschnitten. Bin gerade von da nach da gegangen, um hier ein Thumbnail zu machen. Mehr nicht. Naja, schade, dass wir alles kaputt machen. Ja. Kennst du das Sprichwort? Bring jemandem das. Das Angeln bei und er wird nie wieder Hunger leiden. Gib ihm nur einen Fisch und er ist nur einmal satt. Ja, ja. Schönes Gleichnis, klar. Ich glaube, das ist sogar ein Gleichnis. Ich bin mir nicht sicher. Das Angeln bei, dann nährst du ihn fürs ganze Leben. Ja, kenne ich. Ich brauche keine Angel. Na los, ihr Biester. Du angelst gar nicht. Mol jetzt. Du jagst mir die Fische. Ich habe deine Lektion fürs Leben. Bist du interessiert? Nein. Ich muss angeln. Ach, hallo. Hast du einen Moment? Nein. Das habe ich gebraucht. Genau das Richtige, um den Kopf freizukriegen. Kennst du das Sprichwort? Bring jemandem das Angeln bei, dann nährst du ihn fürs ganze Leben. Kennst du das Sprichwort? Halt deine dämliche Fresse, sonst hau ich dir aufs Maul. Mein. Nein. Deine Angel. Boah, sorry, Leute. Ich weiß nicht, was das war, aber es tat mir unheimlich gut in dem Moment. Sorry Leute, aber manchmal wirklich. Den Typen haben wir schon mal getroffen. Und der geht mir tierisch auf den Sack. Mal ein bisschen locker lassen. Ja, Angeln ist eine Kunst. Werd doch mal müde. Einen Lachs. Lecker. Cool. Ich brauche noch einen Barsch und einen Stör. Wo kriege ich die her? Alter. Bis ich die habe, ey. Können wir schon 20 andere Missionen machen. Wir gehen einfach mal flussabwärts. Da kommen wir sowieso zu so einem komischen Ding hin. Das wollte ich schon immer mal wissen. Erleben wir das? Wir verlieren sogar Leben. Blödsinn. Ja, okay. Blödsinn ist es jetzt nicht so gut. Nicht direkt. Oh, hier waren wir, glaube ich, schon mal. Huma, rette mich! Yo, ich drück springen. Hallo. Oh. Chill doch mal deine Basis. Deine Basis. Huma, chill mal deine Basis. Du meckerst mal so komisch rum und ich denke dann immer, da ist was, aber da ist nichts. Außer ein Hirsch. Was ist denn hier so laut am Brummen? Oh! Wir haben nächste Ende. Oh.
Boah, wie gut ich bin. Oh Gott, das sind Feinde. Bitte, hilf mir. Danke. Gerne. Er hat schon wieder meine Waffe. Ich würde gerne mit dir reden, aber du lässt mich ja nicht. Hallo. Was ist mit dir? Ich wünschte, wir hätten eine Hundestaffel. Warum? Alter spielt bei uns Whitetails keine Rolle. Wir können jede Hilfe brauchen. Nimm zum Beispiel George, der geht auf die 80 zu, aber er ist einer unserer besten Späher. Ich schlage vor, wir sehen mal nach ihm. Tragen wir den Kampf zu ihm. Wo soll er sein? Hey George, du hast echt... echt komische Stellen hier. Was ich noch geil finden würde, wäre eine Karte unten irgendwie. Da war einer, oder? Sah so aus. Da. Vorstellen kannst. Es hieß, dass sie noch mehr Wölfe zu Eggjaw Lodge bringen. Wir müssen was unternehmen, bevor sie noch mehr von diesen beschissenen Judges machen. Ja. Wir dürfen nicht gewinnen. Ja. Ich werde jetzt auch mal hier was anders machen, außer angeln. Also ich werde ja hier langsam behindert. Ich habe für den letzten Part mal wieder keinen Timer gestellt. Das ist bei mir, das ist irgendwie bei mir in der Genetik drin. Muss ich mal eben gucken, wie weit wir sind. Halt die Fresse. Ja. Wo ist mein Aufnahmeprogramm? Da. Jo, 7 Minuten. Gut, so. Sorry, aber manchmal bin ich einfach geistig umnachtet. Hier so ein Außenposten, den man einnehmen kann. Da kriegt man dann wieder Nebenmissionen, das ist ganz gut. Wir müssen ja irgendwie Leute kennenlernen. Die Typen, die mir tierisch auf den Sack gehen. By the way, Triple Kill, Affe. Hm, ihr seid die Stärken und ihr müsst das und achtet bitte darauf, jeden Morgen Zähne putzen und... Halt einfach die Fresse, Junge. Ja, kann sein, dass der uns da jetzt angreift. Was ist hier los hier? Jo, jo. Ja, schön. Ja, fress dich da hinten voll. Boah, was war das denn für ein Bäuerchen? Ah, das war er höchstwahrscheinlich. Ich sag mal so, Fila ist ziemlich gut, aber Jacob hat den Vater auf seiner Seite. Funktionstechnisch sieht es hier immer echt kacke aus. Ja. Mhm. Mit Bratwurst und leckerem Sellerie. Ich hab keine Angst. Bringt euer Opfer und die Judges werden euch als würdig erachten. Hier gibt es keinen Ärger. Ist der in dem Käfig? Keine Panik, Käfer ist unterwegs! What the?
Ja, durch das Gras. Ja! Leck mich am Arsch. Holy Moro. LOL! Ich hab mich mal getroffen in meinem Leben, du Scheiße. Da sind ja auch noch welche. Boomer. Ja, das mache ich gleich. Ey. Oh, Boomer, es tut mir so unendlich leid, aber das schaffe ich nicht. Wir wollen nur, dass du auf den Kollaps vorbereitet bist. Ey, tu mir mal einen Gefallen, komm raus. Boah, ey, da hab ich aber einen Schuss in die Schnauze. Nein, nein, Boomer, Boomer, komm zu Papa, komm zu Papa, komm zu Papa. Alles gut, ja, leck mir die Eier. Den da oben möchte ich gerne noch haben. Sehr gut. Ja, ja. Alter. Ich kann mich nicht ducken. Ah. Reiner Zucker, Leute. Reiner Zucker. Ganz netter Kerl. Yeah. Ja, 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 ja. Richtig geil, Mann. Schweinefutter. Oder auch nicht. Ja, Mann, Leute. Habe ich euch gerne wiedergegeben. Bin der Baba hier im Club. Oh, jetzt.
Jetzt werden wir mal erst die Schlösser knacken. Hier wird sowieso nicht allzu viel sein. Ihr Signal, Joe, war wichtig. Ziemlich wichtig sogar. Diese Judges müssen aufgehalten werden und du hast Jacob gerade einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Mhm. Das wird ihn bestimmt nicht freuen. Gute Arbeit. Jo, danke. Hab ich gern gemacht. Hunde sind einfach zu gut für diese Welt. Achso, by the way. Was hast du deinen Job gemacht, Trainer? Mach das Wäschbüt. Genieß die Freiheit. Braver Junge. Er hat's verstanden. So. Haben wir hier unten noch irgendwas? Du hast einen super Job gemacht, Kleiner. Hm? Mein Kleiner. So. Fühl ich. Oh Gott. Diese ekelhaften Schweine. Das ist für oben. Brauche ich nicht mehr. Was hier cool wäre, wäre jemand. Da hinten sehe ich doch schon wieder so ein grünes Ding. Gut, gut. Oh, hier ist noch einer. Sehr schön. Money in the bank. Momentan Geld echte. Jawohl, ich habe Silberbarren bekommen. 40 Silberbarren. Nice. Danke, Mann. Jo, das ist ein erstklassiges Grundstück. Ich weiß. Wie geht's? Geht ihn Scheißdreck an. Ich habe jetzt 120 Silberbarren. Kann ich mir merken. So, Beute kaufen. Verkaufen. Der Dieb plus der Dieb. Kennt ihr diesen Weihnachtsfisch? Rudolph the Red Nose Reindeer. Das hier hat sich ein. Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte witzig sein. Hat nicht ganz funktioniert. Ich kenne dein Gesicht. Hat Eli nicht nach dir gesucht? Ich kenne dein Gesicht auch. Eli hat sicher einen Plan, aber die Peggys heizen uns übel ein. Ja. So darf es einfach nicht weitergehen. Wer ist Eli? Sorry Leute, es ist jetzt zwischenzeitlich 2.40 Uhr. Hä? Ich wusste von Anfang an, dass sie irgendwas mit den Wölfen treiben. Aber das überrascht. Man muss schon Respekt vor Eli haben. Er hat einen Haufen besoffener Außenseiter in eine echte Elite-Kampftruppe verwandelt. Was hier alles labert. Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht aus Montana, oder? Pass mal auf. Du kannst mich ja mal kennenlernen. Das Anwesen kannst du abschreiben. Ich habe Judges im Wald heulen hören. Sie jagen im Rudel und suchen leichte Beute. Wir sollten Perkins besuchen. Es gefällt mir nicht, dass sie ganz allein hier draußen ist. Er ist Perkins. Ach du... Ja, ihr nehmt immer so Sachen, die so kilometerweit weg sind. Wir gehen mal erst zu George. Jo Leute, war nett mit euch. Tschüss. Ich weiß gar nicht, was das ist. Jo. Ist hier noch irgendwas abzugreifen? Nee. Kann ja nicht sein, dass ich die ganze Zeit immer nur hier Eli da, Eli dort und tralalala. Dankeschön. Hier raus. Da hat einer geschossen. Wenn das der Hund ist, tut mir leid. Mann, ihr Böhmer. Hör auf zu fiepen. Tut mir ja irgendwo auch leid. Aber nicht so. Wirklich. Ein Elch. Ja, also ich suche ihn mal.
Hast du gut gemacht, danke. What the fuck? Was? Ich treff auch noch. Ey, geil. Achtung, Brüder! Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Na komm, weiter. Kein Bock, mich hier mit dem Popo-Liebhaber da zu streiten. Es tut mir unendlich leid, dass ich gehe, aber es ist halt wirklich so, dass ich halt vorher aufnehmen muss wie so ein Bekloppter. Damit ich in der nächsten Zeit viel Zeit habe. Ist das eigentlich mein? Nee. Wo liegt denn die Sau? Da ist ein Stein. Hä? Schwein? Was ist das denn da? Wo liegt denn das? Ist das das? Das ist das Schwein. Oh Gott, ey, da muss aber auch dran helfen. Nee. Lass mal weitergehen, Bumelle. Ich will mal wissen, was da hinten ist. Und er hat wieder Gefangene dabei. Was? Was hat mich jetzt entdeckt? Grünfo. Haben wir dann damit auch erledigt? Total bescheuert. Ach, da ist noch einer drin? Greif mich mal von hinten an. Was war das denn? Boomer, komm mal bitte her. Der wartet nämlich schon. Bleib hier, Boomer. Alles gut. Mein Gott, ey. Das ist aber auch ein Spiel, da kann man nicht irgendwie über so irgendwelche Themen aufgreifen, weil man immer hier irgendwas zu tun hat. Er schnappt sich einen Liner, die Menge tobt und Sieg. Unser Team ist geschockt, außer mir, denn ich weiß, dass seine LD richtig abgeht. Und wenn der verdammte Walter Hines nicht meine Sabermetrics geklaut hätte... Wir gehen jetzt mal verkaufen, auf jeden Fall. Jo, morgen. Ja, zähl weiter, hör dir zu. Boah, ey. Was hat die gekostet? In 1200 wie immer. Okay. Hast du bei mir schon mal einen Stein im Brett? Du hast den Blick eines Jägers und das ist gut. So wie es hier zurzeit läuft, muss man für sich selbst. Das habe ich schon ganz am Anfang gehört und fand das da schon uninteressant. Oh. Hey, ich rede noch mit dir. Ja, das interessiert mich ein Scheißdreck, ey. Der Junge hat es drauf. Hat Bags
gestohlen, getroffen, ist auf die Base gekommen und hat das ganze verdammte Feld mit seinem Handschuh abgedeckt. Verdammt, seine WAR war sicherlich 12 plus. Es geht nur um Statistiken, so war es immer. Wusste nur niemand außer mir. Ich bin George. Ich behalte für Eli die Straßen im Auge. Sag ihm, was die Peggys vorhaben. Hab neulich eine Menge Trucks voller Gefangener gesehen. Die fahren wohl alle zum alten Sägewerk. Das war nicht immer so. Früher war hier alles voller lachender, ballspielender Kinder. Hab ich ihnen beigebracht. Hab in der Minor League gespielt. War Shortstop für die Hope County Cougars. Aber das ist lange her. Lange vor diesem verdammten Krieg. Ich hab meine alten Karten durchgesehen. Diese Sektentypen haben unser ganzes Team getötet. Hätte schwören können, dass ich noch das Set aus meinen aktiven Tagen habe, aber einige fehlen. Sag mal, macht es dir was aus, die Augen nach diesen Karten offen zu halten? Komm wieder, wenn du sie gefunden hast. Wäre toll, sich an die alten Zeiten zu erinnern. Gibt's dafür hier irgendwo... Alter. Alter! Ja, wir müssen sowieso in die Richtung. Man sieht sich, Digga. George. Alter, Vater. Ja, ganz frech hupen so. Hey, hey. Hier alles verarschen. Musik geht wieder ab. Was ist denn heute mit der Musik? Komm mit. Mit. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob das in dem alten County, wo wir waren, also in dem alten Teil, Map-Teil, alles so richtig war. Weil irgendwie hat mich ja keiner losgeschickt, irgendwie so, ne? Aber wir machen, geben jetzt hier mal Gas. Was haben wir denn hier? Ich sehe ja gar keinen. Kopf raus. Ich frage mich die ganze Zeit, gibt es hier was zu holen? Hä? Ihre Ulti nicht. Verändert. Seit der Scheidung treibt sie sich mit den falschen Leuten herum und zieht sich ganz schwarz an. Und die Musik, die sie hört, wir wissen nicht mehr weiter. Bitte, wir wissen nicht, an wen wir uns sonst wenden sollen. Alles klar, ne? Da hat die Kleine doch so eine kleine Phase. Wisst ihr, wie ich meine? So Pubertät. Pubertät technisch. Kann ja noch richtig interessant werden. Können wir die Tochter mal bitte kennen, da? Und Bühmer. Vor allem Bühmer. Oh, der Bühmer, der schnüffelt sich so schön durchs Leben. Ah, da kommen ja Sachen näher.
Frage, Digga. Ich wollte dich nicht vorgehen lassen. Chill, chill. Oma, bleib jetzt bei mir. Ich frage mich, was das hier ist. Weil das ergibt keinen Sinn. Ich hatte jetzt ein Häuschen, wo ich reingehen kann. Und höre ein paar Schüsse. Toll. Ich gehe gerade angeln. Kappa. Also eigentlich macht mir das hier jetzt irgendwie... Ding, es macht das hier keinen Sinn. Ja. Halt, ich konnte das doch irgendwie herstellen. Mit Rechtsklick war das, ne? Ja. Was? Was? Mein Gott, Boomer. Bleib doch einfach bei mir. Soll der mich doch zuerst angreifen, nicht dich? Drecksvieh. Sorry, ich war gerade am Herstellen. Bei mir schon mal den Stein im Brett. Sehr schön. Hier, kannst du haben, von dem Blitzwolf. Stinkt wie Scheiße. Alter, wir brauchen nicht mehr viel, ne? Du hast den Blick eines Jägers. Boah! Hey, ich rede noch mit dir. Hast du keine Magie? Nee. Nicht, wenn der halbe Staat mir das selber erzählt übers Jagen. So. Jetzt gehe ich auf den Stein da vorne. Guck mich um. Find das hübsch und sag. Leute, morgen geht's weiter mit Far Cry 5. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und sage tschüss. Bis dann.